Okay, Glatthaut. Ich lasse Sie rein, aber passen Sie auf, was Sie tun. Denn ich werde auf jeden Fall darauf aufpassen. Gott, sind Sie hässlich. Gehen Sie nach oben und reden Sie mit Jason, bevor ich von Ihrem Anblick noch kotzen muss. Ihre Streiche ziehen bei mir nicht, Glatthaut. Und bei Jason auch nicht. Hören Sie auf, mir meine Zeit zu stehlen, Glatthaut. Stehlen Sie lieber die von Jason. Ich spreche nicht mit Außenseitern. Vor allem nicht mit Glatthäuten. Reden Sie mit unserem Anführer Jason Bright. Hallo Wanderer. Vergeben Sie uns unsere bescheidene Behausung. Unsere wahre Heimat erwartet uns in der weiten Ferne. Sind Sie gekommen, um uns bei der langen Reise zu helfen? Und Sie haben sie wie Tiere niedergeschossen, nicht wahr? Diese Ghule waren Teil meiner Herde, auch nachdem der Wahnsinn ihren Geist verzerrt hatte. Wir ließen sie nie frei umherwandern. Hier verwahrten sie sich im Erdgeschoss. Wir hielten sie unter Verschluss. Die Dämonen müssen sie irgendwie freigelassen haben.
Und jetzt sind sie auf ewig verloren, ohne die Erlösung und das heilende Leuchten der weiten Ferne zu kennen. Denken Sie bitte daran, dass jeder wilde Ghoul, den Sie verschonen, eine Seele ist, die wir später retten können. Sobald der Weg frei ist, begleiten uns unsere wilden Brüder und Schwestern auf der langen Reise. Sofern noch welche übrig sind. Die Dämonen erschienen aus dem Nichts. Vielleicht wäre es noch korrekter zu sagen, dass sie überhaupt nicht erschienen sind. Die Dämonen sind unsichtbar. Man erkennt ihre Position nur an einem Schimmer der Luft, wie Sonnenlicht auf Wasser. Sie fielen eines Morgens über uns her, als wir auf dem Weg zum Gebet waren. Wir hatten gerade den Keller betreten. Eine Herde kämpfte tapfer und tötete sogar ein paar. Aber zu welchem Preis? Fast die Hälfte von uns ist tot oder wird vermisst. Der Rest von uns zog sich nach hier oben zurück. Einer der Dämonen fauchte uns wild an, aber seitdem haben sie nicht mehr versucht, uns anzugreifen. Dennoch sorgt ihre dämonische Anwesenheit dafür, dass es derzeit keinen Fortschritt bei der langen Reise gibt. Aber jetzt sind sie ja da. Erneut schickt der Schöpfer einen Menschen, der uns bei der Überwindung eines scheinbar unüberwindbaren Hindernisses hilft. Ja, über die Sprechanlage. Todesdrohungen für den Fall, dass wir nach draußen gehen. Sicherheitsversprechen, falls wir eingesperrt bleiben. Das ging Stunden so und es ergab nicht immer einen Sinn. Aber nur am ersten Tag. Seitdem Stille. Werden Sie die Dämonen für uns vertreiben? Gepriesen sei der Schöpfer. Gesegnet seien Sie. Gesegnet seien wir alle. Sobald der Untergrund frei von Dämonen ist, können die Vorbereitungen für die lange Reise weitergehen. Lassen Sie es mich wissen, wenn der Untergrund frei von Dämonen ist. Ist der Weg frei? Wir wollen der Barbarei des Ödlands entkommen, insbesondere der Gewalt und der Intoleranz seiner menschlichen Bewohner. Der Schöpfer hat meiner Herde ein neues Land versprochen. Einen Ort, an dem sie Sicherheit und Heilung finden. Ein Paradies in der weiten Ferne. Die Vorbereitungen für die lange Reise waren fast abgeschlossen, als die Dämonen auftauchten. Ich bin Jason Bright, der Prophet der langen Reise. Alle Ghule, die Sie hier sehen, gehören meiner Herde an. Schon bevor ich das wurde, was ich jetzt bin, schon vor dem großen Krieg, trug ich diesen Namen. Bright, der Strahlende. Ein verheißungsvoller Name. Wahrlich hält der Schöpfer eine Bestimmung für jeden Einzelnen von uns bereit. Die Modalitäten der langen Reise sind eine Glaubenssache und werden mit Außenseitern nicht besprochen. Sie meinen Chris? Ich bezweifle, dass Sie viel Glück hatten, wenn Sie ihm erzählen wollten, dass er ein Mensch ist. Wir hatten dieselbe Diskussion, als er hier aufgetaucht ist, ebenso ohne Erfolg. Er hält sich für einen von uns. Schon bald stellten wir fest, dass Chris ein Geschenk des Schöpfers ist. Er ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der langen Reise. Ich habe es nur in Visionen gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist ein absolutes Wunder. Es ist ein Ort des Lichts und der Heilung. Und ich spüre in meiner Seele, dass meine Herde dort sicher sein wird. Lassen Sie es mich wissen, wenn der... Hi. Nerven Sie Jason, Glatthaut. Ich habe Sie nicht gern in meiner Nähe. Und...